Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Jade Empire. Ja, wir sind hier noch im Garten der Gelehrten, haben letzte Folge den guten, wie hieß er gleich, Sir Roderick Pons von Fummelbürzel, der ausgemachte Schurke. Ja, den haben wir halt letztes Mal hier vertrieben. Nein, nicht vertrieben, wir haben ihn überredet zu gehen. Ich schaue nur kurz, hatte ich die Schriftrolle? Ja, hatte ich. Leuchtet die so ein bisschen? Achso, wenn man die anvisiert, leuchten die so ein bisschen. Ja gut. Jetzt wollten wir mal mit den Leuten hier reden, die ja sonst noch so im Garten der Gelehrten, ja, rumstehen. Hallo, Jiao. Ihr habt den Fremdländer vernichtend geschlagen, und zwar sowohl was geistige als auch was körperliche Fähigkeiten betrifft. So stark kann nur jemand sein, der die Lehren Tiens des Scharfsinnigen genau befolgt. Vielen Dank. Darf ich euch ein paar Fragen stellen? Eure Frage ehrt mich, doch ich muss euch warnen. Man muss sie ein Leben lang studieren. Mit einem einzigen Tag ist es nicht getan. Vielleicht könnte ich euch die wichtigsten Grundsätze der Lehren Tiens erklären. Ich könnte euch auch vom Leben Tiens erzählen, wenn ihr möchtet. Erzählt vom Leben Tiens des Scharfsinnigen. Tien, der Scharfsinnige, war der erste Kaiser des Jadereichs. Er war ein beispielloser Philosoph und Herrscher, der die zerstrittenen Parteien seiner Zeit einte. Seine Lehren begründeten dies großartige Kaiserreich, obwohl nur weniges über Tien selbst überliefert ist. Wir wissen jedoch, dass er den Menschen des Kaiserreiches Frieden brachte. Und seit dieser Zeit haben hunderte Generationen von Anhängern sich von seinen Lehren leiten lassen. Erzählt mir die wichtigsten Grundsätze der Lehren Tiens. Die Lehren Tiens des Scharfsinnigen sind sehr einfach, doch ihre Auswirkungen sind erstaunlich vielschichtig. Im Mittelpunkt der Lehren stehen die Begriffe Harmonie und Disharmonie. Man spricht auch vom Weg der offenen Hand und vom Weg der Faust. Das eine kann ohne das andere nicht existieren, doch ein Mensch kann sich nicht für beides gleichzeitig entscheiden. Harmonie mit der Welt findet nur, wer seinen Platz in der Welt kennt. Eine Ameise, die sich für einen Tiger hält, wird niemals Harmonie erlangen. Mit anderen Worten, wenn ihr euren Platz in der Welt erkennt und eure Fähigkeiten dementsprechend einsetzt, dann folgt ihr dem Pfad der Harmonie. Sprecht weiter. Disharmonie ist die andere Seite der Münze. Folgt ein Mensch diesem Weg, dann ist sein eigener Vorteil ihm wichtiger als alles andere. Diese Menschen ignorieren die Welt und nutzen, was immer sie brauchen, um einen höheren Platz einzunehmen. Tien, der Scharfsinnige, lehrte seine Schüler beide Wege, denn nur wer den einen kennt, kann den anderen verstehen. Doch er selbst folgte dem Pfad der Harmonie. Ja, das tun wir auch. Ich würde euch jetzt gern etwas anderes fragen. Gern. Was möchtet ihr denn wissen? Was könnt ihr mir über die Kaiserstadt erzählen? Ich fürchte, für die Beantwortung dieser Frage bin ich nicht der Richtige, aber ich könnte euch andere nennen. Wen könnte ich sonst über die Stadt befragen? Den jungen Gelehrten Zhen Yu könntet ihr fragen. Er verbringt viel Zeit in der Stadt, wo er weltlichen Genüssen frönt. Er glaubt allerdings, seine Lehrmeister wissen nichts davon. Und dann gibt es in der Nähe der kaiserlichen Arena einen Mann namens Bai. Er ist berühmt für sein Wissen über die Stadt. Gut, dann frage ich mal besser einen von denen, wenn ich da vorbeikomme und dran denke. Was könnt ihr mir über den Garten der Gelehrten berichten? Der Garten der Gelehrten ist der Sitz der Gelehrsamkeit im Jadereich. Die Philosophen und Gelehrten hier haben ihr Leben dem Streben nach Weisheit verschrieben. Erzählt mir von den Gelehrten. Die Gelehrten bemühen sich um die Enträtselung der physischen Welt. Viele folgen immer noch den Lehren Tiens des Scharfsinnigen,
doch einige gehen in ihren Studien zu weit. Ich bin keinesfalls ein Gegner ihrer Studien. Nein, die Gelehrten haben vieles Wunderbare und Wichtige entdeckt. Erzähl mir von den Philosophen. Wir Philosophen widmen unser Leben dem Studium und der Weitergabe der Lehren Tiens des Scharfsinnigen. Wir glauben an Frieden, Harmonie und Balance. Vielen fällt es schwer, die Bedeutung und den Nutzen unserer Studien zu begreifen, doch wir helfen jedem, der willens ist, die alten Lehren zu erlernen. Ich würde gerne auf meine ersten Fragen zurückkommen. Gern. Was möchtet ihr denn wissen? Ich muss jetzt eigentlich gehen. Wie ihr wünscht. Mit etwas Glück führen uns die himmlischen Winde eines Tages wieder zusammen. Lebt wohl. Mal sehen. Also gehen wir hier noch ein bisschen rum. Philosoph Shen Dao. Wo sind Sie jetzt, ne Gopoko? Ja. Kommt näher. Ich kann nicht erkennen, wer ihr seid. Was, das hat er alles so kurz gesagt? Seid ihr das wieder, Senji? Puh, nein, ihr seid es nicht. Das merke ich an eurem Atem. Bitte kommt nicht näher. Was wollt ihr also vom alten Shen Dao? Ich würde gerne weiter meditieren, bevor mich die Altersschwäche dahin rafft. Nur die Ruhe bitte, ich wollte euch doch bloß ein paar Fragen stellen. Ruhe, sagt ihr? Ihr werdet Ruhe nicht erkennen, wenn sie neben euch steht und euch ins Ohr brüllt. Die ganze Welt ist im Aufruhr und ihr verlangt von einem, dass man die Ruhe bewahrt? Ha! Bah, es ist ein Wunder, dass ich überhaupt zur Ruhe komme. Nun gut, fragt nur, aber trödelt dich dabei. Nee, einschüchtern werden wir denn nicht. Also, was genau tut ihr hier? Wenn ihr es nicht bereits wisst, bezweifle ich, ob ich es euch erklären kann. Was Philosophen tun, lässt sich nicht in so kurzer Zeit erklären. Ich bin der älteste Philosoph hier. Vielleicht sind deshalb alle ständig hinter mir her und stellen mir sinnlose Fragen. Erzählt mir von der Hand des Todes. Ich sehe, ihr seid wirklich von allen guten Geistern verlassen. Man muss kein Lehrmeister sein, um zu wissen, dass man sich mit solchen Fragen Ärger einhandeln kann. Wenn ihr etwas über diesen Schurken wissen wollt, dann solltet ihr ihn lieber selber fragen. Obwohl ich bezweifle, dass ihr euch das trauen würdet. Was wisst ihr über den Kaiser? Welchen Kaiser? Es hat viele gegeben, wisst ihr? Ihr müsst eure Fragen klarer formulieren, wenn ihr eine klare Antwort wünscht, hm? Ich will mal annehmen, ihr meint Kaiser Sun Hai. Ich kann euch sagen, dass ich eine ganze Menge weiß und ihr das meiste davon nicht zu wissen braucht. Es soll genügen, wenn ich sage, dass der Kaiser ein großer Mann ist, der viele schwere Prüfungen durchlebt hat. Er ist mächtiger als alle Kaiser, die ich während meines langen Lebens gekannt habe. Die eigentliche Frage ist, woher er diese Macht erhält. Doch ich gehe zu weit. Es ist unklug, über solche Dinge zu sprechen, besonders mit Leuten wie euch. Ich bin auf der Suche nach Meister Li aus zwei Ströme. Seltsame Frage. Wie kann dieser Li sich euer Lehrmeister nennen, wenn eure Fähigkeiten so offensichtlich unterentwickelt sind? Ihr habt mir nicht einmal gesagt, was dieser Li überhaupt lehrt. Etwas stricken oder vielleicht die Kampfkunst? Wie kann ich euch eine Antwort geben, wenn ihr so schlampige Fragen stellt? Am Ende war euer Meister von eurer Dummheit so frustriert, dass er sich entschloss, das Lehren aufzugeben und seine Heimat zwei Ströme zu verlassen. Ich hätte vollstes Verständnis dafür. Was für ein egal. Ich sollte gehen. Auf Wiedersehen. Gut, geht nur. Möge der Himmel euch leiten. Am besten weit weg von hier. Es gibt schon Arschlöcher hier, das muss man sagen. Ach, da ist ein Fuchs, na dann. Gelehrter Sen Yu, mit dem sollten wir ja reden. Guten Tag, Fremde. Entschuldigt bitte, dass ich euch so direkt anspreche. Ich habe euch ankommen sehen, als ich in der Schenke war. Eure Flugmaschine ist ja das reinste Wunderwerk. Ich habe übrigens den Prototypen eines neuen Fluggeräts entworfen und ich hoffe, dass ich die Mittel besorgen kann, um ihn eines Tages zu bauen. Die anderen Gelehrten sind allerdings nicht sehr interessiert an meinen Erfindungen. Könnte ich euch ein paar Fragen stellen? Ihr wollt mich etwas fragen? Ausgerechnet mich? Aber gewiss, ich helfe euch gern, wenn ich kann.
Was möchtet ihr denn wissen? Nun, wer seid ihr? Was ist eure Aufgabe hier? Oh, ich bin der Gelehrte Zhen Yu. Ich gehöre zur jüngeren Gelehrtenelite. Ich stamme ursprünglich aus dem Armenviertel, aber mein Oheim hat mich hierher geholt, als ich 10 Jahre alt war. Er wusste, dass ich ohne gute Ausbildung niemals etwas werden würde. Seither lebe ich hier bei ihm. Erzählt mir von der Kaiserstadt. Ach richtig, ihr seid ja fremd hier, nicht wahr? Ja, also, wo fange ich denn an? Es gibt so viel zu erzählen. Die Stadt hat mehrere wichtige Bezirke. Und dann werden natürlich auch viele Dienste angeboten. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Es genügt, wenn ihr von den wichtigsten Orten erzählt. Gut, mal sehen. Das hier ist der Garten der Gelehrten. Hier leben fast ausschließlich langweilige alte Philosophen und Gelehrte. Weiter unten in Richtung Stadt liegt das Viertel Goldene Straße. Dort leben und arbeiten viele betuchte Leute, von denen sich hoffentlich einige bereit erklären werden, die Mittel für eine meiner Erfindungen zur Verfügung zu stellen. Dann wäre da das Marktviertel nahe der Stelle, wo ihr gelandet seid. Das ist der wichtigste Handelsplatz der Stadt. Es ist ein interessanter Ort, zumindest finde ich das. Dort findet ihr auch den Pfad zur Schule Schwarzer Leopard, gegenüber der Arena, auf der anderen Seite des Flusses. Ich bin noch nie dort gewesen, aber sie ist einen Besuch wert. Sollten wir mal hingehen. Erzählt mir, welche Dienste angeboten werden in dieser Stadt. Einer der besten Orte der ganzen Stadt ist die Arena. Erzählt meinen Lehrmeistern bitte nicht, dass ich das gesagt habe. Wenn ihr die Arena besucht, lernt ihr auch die Schenke zum Herz des Kaiserreichs kennen. Und dann gibt es natürlich verschiedene Läden und Händler, die alle möglichen Waren feilbieten. Ihr findet sie alle im Marktviertel. Erzählt mir mehr von der Schenke. Ich soll eigentlich nicht dorthin gehen, zumindest nicht während meiner Studien. Aber die Versuchung ist groß. Man sagt, sie sei die beste Schenke im ganzen Kaiserreich. Dort kann ich sogar besser nachdenken als anderswo. Ich sitze gern in einem der oberen Räume, trinke ein Schlückchen Wein und lasse einfach meinen Blick über die Stadt schweifen. Oder über die Arena. Kehren wir zu meinen anderen Fragen über die Stadt zurück. Aber gern. Was möchtet ihr denn wissen? Kommen wir noch einmal auf meine ersten Fragen zurück. Gewiss. Was wollt ihr wissen? Habt ihr in letzter Zeit interessante Gerüchte gehört? In einer Stadt wie dieser gibt es immer Gerüchte. Manche Leute sagen, die Geister sind erzürnt und greifen unschuldige Menschen an. Ein anderes Gerücht besagt, der Kaiser liege im Sterben. Aber ich würde nichts davon glauben. Nur weil man den Kaiser eine Weile nicht gesehen hat, heißt das doch nicht, dass er krank ist. Vielleicht zieht er einfach nur die Einsamkeit vor. Was könnt ihr mir sonst über den Kaiser erzählen? Der Kaiser ist ein weiser und mächtiger Mann. Wie hätte es ihm sonst gelingen können, die Dürre vor vielen Jahren zu beenden? Ich war damals noch nicht geboren, aber ich habe davon gehört. Es stimmt, dass er in letzter Zeit selten zu sehen war, aber ich glaube nicht, dass man sich deswegen Sorgen machen muss. Das Kaiserreich wird nicht gleich auseinanderbrechen, nur weil er nicht da ist. Vielleicht ruht er sich nur von all der harten Arbeit aus. Keiner hat eine Rast mehr verdient als der Kaiser. Ihr hattet vorhin etwas von Geistern erwähnt. Ich denke, das sind nur Gerüchte. Ich habe keinen einzigen Geist gesehen, weder einen erzürnten noch sonst einen. Wenn die Geister über irgendetwas erzürnt sind, warum sind sie dann jetzt nicht hier? Wenn ich's mir recht überlege, ich kenne noch nicht einmal jemanden, der einen Geist auch nur gesehen hat. Ich verwende meine Zeit und meine Energie lieber auf reale Dinge, den Prototypen eines neuen Flugapparats zu entwerfen. So etwas ist wichtig. Könnten wir nochmal auf meine ersten Fragen zurückkommen? Gewiss. Was wollt ihr wissen? Ich muss jetzt gehen. Ich wünsche euch glückhafte Umstände. Na gut. Also dann auf Wiedersehen. Gut, ich denke, ich schau mal, wie viele hier noch sind. Schriftrollenständer, den hatten wir schon. Okay. Ja, lieber zweimal gepiekt als gar nicht. Hier stehen noch 3 Leute. Ja, gut. Tut mir leid, dann war das hier wohl eine reine Laberfolge und wir werden in der nächsten Folge damit weitermachen. Ich würde sagen, ich speichere einmal schnell, kann ja nicht schaden. So, dann werde ich euch nochmal kurz die Frage stellen. Es gibt ja für uns 2 Romanzenoptionen. Einmal eine Hetero-Beziehung mit Weiter Himmel oder mit unserer lieben Seidenfuchs hier.
können wir eine lesbische Beziehung anfangen. Möchte ich nur wissen, was euch lieber wäre? Ich möchte mich da ja nach euch richten. Bisher ist noch beides offen. Aber sonst hoffe ich, dass Let's Play hat euch gefallen. Auch wenn diese Folge jetzt nicht so viel passiert ist, bald wird's wieder weitergehen, speziell wenn wir bei dieser Schule mal anfangen oder uns bei den Inquisitoren einsteichen. Also, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, Cheerio, euer Scarecrow.